Head & Shoulders Anti-Schuppen-Shampoo versus Fizz-Scheuermilch. Bei meinem letzten Video habe ich die Reste von Head & Shoulders in einem Topf gekippt. Das Ergebnis hat mich überrascht. Deshalb gab es heute Popcorn. Knusprige Popcorn. Das ist ganz neu. In beiden Töpfen habe ich dieselben Zutaten verbrannt. Das sind die Inhaltsstoffe von Fizz. Das sind die Inhaltsstoffe von Head & Shoulders. Ganz kurz, auf keinen Fall das als Shampoo verwendet. Ich habe auch eine künstliche Intelligenz gefragt. Das sind die Inhaltsstoffe von einem Shampoo. Ich muss es nochmal erwähnen, das ist kein Shampoo. Aber die künstliche Intelligenz hat das nicht verstanden. Denn die künstliche Intelligenz meint, beide Produkte verwenden Tenside. Des Weiteren sagt die KI, diese Inhaltsstoffe sind vermutlich aggressiver als die hier. Das ist kein Shampoo. Also Head & Shoulders riecht schon mal angenehmer als dieses Fizz. Das ist das Ergebnis von Fizz. Wie man erkennen kann, ist hier nichts sauber. Das ist das Ergebnis von Head & Shoulders. Wenn du keine Scheuermilch zu Hause hast, kannst du Head & Shoulders nutzen. Aber wenn du kein Head & Shoulders hast, dann nutze ein anderes Shampoo. Auf keinen Fall Fizz.